Ich erinnere mich gerade, dass ich mit dir, und ich werde auch gleich verraten, wer du bist, vor 5 Jahren, glaube ich, oder 4 oder 5 Jahren auf der Berlinale war. Und wir noch überlegt haben, wie ziehen wir uns an, ja, weil wir auf einen roten Teppich ja gegangen sind. Und wie wir uns ausgemalt haben, dass dann wahrscheinlich, wenn wir in die Berlinale reingehen, auf den roten Teppich gehen, dass dann auf einmal alle sagen: Hä? Ah, nee, kennen wir doch nicht. Ja, und so war es dann ja Und leider auch. genau so war Aber auf mein Outfit wurde ich tatsächlich ein paar Mal angesprochen an Das dem war auch Abend. sehr cool. Du hast ein T-Shirt angehabt mit Ernie von der Nein, Sesamstraße. Mit Bernd. mit dem Tier von der Muppet Show. Ach, mit dem Tier von der Muppet Show. Ja, Stimmt, das. das hatten wir letztens schon, ne? Ich komme immer wieder auf Ernie. Nee, okay, mit dem Tier von der Muppet Show, Ja, ja. genau. Und das dann so unter so einem Anzug, das war schon sehr cool, dieses T-Shirt. Das war auch tatsächlich lange Zeit tatsächlich mein Markenzeichen dann auch. Das Das eine T-Shirt. Tier, also Hast du es genau. zwischenzeitlich gewaschen? Ich überlege, ich hoffe, da müsste ich meine Mutter fragen. Und ja, ich glaube, ich habe es tatsächlich auch ein paar Mal gewaschen zwischenzeitlich. Also, jetzt verrate ich mal. Erstens, Sie sind beim Gut reden kann jeder Podcast. Ich bin Isabel Garcia und vor mir sitzt Philipp W. Wilhelm. Und du bist Bing. Schauspieler. Richtig. Also ich versuch's zumindest. Und wir haben uns kennengelernt über mein erstes Hörbuch. Genau, Das ich erste rede. Hörbuch, ich rede, Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht. Das fandst du so gut, hast du irgendwie auf Kontakt aufgenommen und hast gesagt, du hast es irgendwo mal, glaube ich, bei dir im Portal, im Blog, weiß ich gar nicht, irgendwo erwähnt, eine Rezension geschrieben dazu. Genau. Du Ich hast habe einen das. Blog, glaube ich, ne? Da hast du es irgendwie erwähnt, glaube ich. Ich hatte damals, ich überlege gerade, ich habe damals einen Blog gehabt, also einen privaten Blog. Und habe mich immer interessiert für Kommunikation, Rhetorik, und habe dann bei einem der diversen Online-Anbieter im Internet, Namen nennen wir jetzt nicht, dein Buch gefunden und bestellt und gelesen. Nee, du hast es erst gehört, ich glaube, das Hörbuch. Ach stimmt, erst habe ich das Hörbuch gehört, richtig, genau, die CD bestellt, sowas gehört, und ich fand das mega. Also ich fand das richtig toll, was mein frischer Ansatz war. Und nicht so angestaubt, wie man es oft kannte. Ich kannte halt diese ganzen Rhetorik-Ratgeber, also die Merkel-Raute etc., was es halt da zu lesen gibt. Und das fand ich richtig, richtig schön und sehr authentisch. Und dann hatte ich dich ja noch gebeten, oh, wenn schon so einen schönen Blogbeitrag, Sie haben ein zweites Hörbuch, das zweite, dann ich rede Das Humorbuch. spontan und humorvoll, ja genau, und hast es auch gut gefunden. Vor allen Dingen, weil ich da ja auch ein bisschen Schauspieltechniken vom Improvisationstheater eben aufgegriffen habe, die du Richtig. ja auch kennst. Und Genau. dann hast du mir empfohlen, dass ich mal von Lee Strasberg mal ein bisschen was lesen darf. Also insofern, wir hatten da so ab und an Austausch, jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wenn wir Kontakt haben, dann war es, oder hatten, haben, dann ist es immer wahnsinnig nett. Ich tausche mich immer sehr, sehr gerne mit dir aus. Und deswegen habe ich Tito. gedacht, wenn ich schon mal hier in München bin, gehe ich doch mal zum Schauspieler. Richtig, zum Wilhelm. Zum Wilhelm, zum Philipp W. Wilhelm. Der ja noch nicht mal so lange so heißt. Das ist ja das Spannende für Wieso mich. hast du deinen Namen geändert? Zwei Gründe. Der erste Grund war, dass ich einen Imagewechsel wollte. Wobei ich das gar nicht wirklich begründen kann, warum Imagewechsel. Das war so ein Gefühl. Und zweitens, und das ist für mich der wichtigere Grund, Wilhelm ist der Vorname meines Opas, und der ist vor 10 Jahren gestorben. Und ich fand Wilhelm immer wahnsinnig antiquiert. Also ist so ein Name, wo ich mir denke, ach, geh weg, das ist ein Mock doch keiner Horsen. Ja, ist Man so. merkt, wo er herkommt, so Ja, mag doch keiner ist so ein Mock Häusen. keiner Horsen. Aber in Bayern, naja, gut, Wilhelm ist halt jetzt so ein Name, ich fand den wahnsinnig antiquiert. Und als mein Opa gestorben ist vor 10 Jahren, dachte ich mir, ach, vielleicht nehme ich den doch auf, ist mein zweiter Vorname, also Philipp Wilhelm Wimmer. Und irgendwann dachte ich mir dann so, eigentlich klingt das Wilhelm so aristokratisch. Bisschen seriöser irgendwie, ne? Seriöser, ja, Wimmer Weil ist. Wimmer ist so, mi, 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 mi. Na, weißt du, was das Ding Das ist ist? meine erste Assoziation. Es gibt in Bayern so viele Bäcker, also vor allem in München, so viele Bäckereiketten, Filialen von der Bäckerei Wimmer. Und Richtig. du gehörst dazu, bist reich? Nein, noch Schade. nicht. Ja, schade. Aber ich werde so oft darauf angesprochen. Und ich wurde sehr oft darauf angesprochen. Meine erste Woche in München, ich weiß noch, ich war beim Karstadt und habe da meine Karte durch den EC-Dings gezogen, und dann sagte die Verkäuferin, ach, können Sie zur Bäckerei? Und ich habe das gar nicht gecheckt, ich so, zu welcher Bäckerei? Ja, Wimmer. Ich so, na, nicht, dass ich wüsste. Und das ist mir dann wirklich wöchentlich passiert. Und irgendwann dachte ich mir dann so, ach komm. Ach komm, wahrscheinlich bist du erst auch in der Gala oder sowas oder in irgendeiner Zeitschrift, ne, Klatsch und Tratsch halt irgendwie erwähnt worden mit,
Ja, der eine Spross von der Bäckerei Genau, Wimmer, richtig. der ist jetzt Schauspieler geworden, ne? Genau. Brotlose Kunst. Ja, aber die Familie hat's Die ja. Familie hat es ja, genau richtig. Okay, also hast du deinen Namen und funktioniert's oder sprechen die noch viele als Wimmer an? Es ist witzig, dass es im Freundeskreis und auch im Kollegenkreis hat sich etabliert. Also ich bin Philipp Wilhelm oder Philipp W. Wilhelm. Das Wimmer passiert mir nur noch innerhalb der Familie und bei dem Job, den ich bis jetzt hatte. Ich war als Redakteur tätig. Und da bin ich tatsächlich jetzt, ich habe den Job jetzt aufgegeben zum Januar und begebe mich wieder ins Freiberuflertum zurück. Ja, ist auch mein Thema. Und da laufe ich noch als Wimmer. Das heißt, meine E-Mail-Adresse beim Sender ist noch mein voller bürgerlicher Name. Und die sind auch die einzigen, die mich noch mit Herrn Wimmer ansprechen. Hast du es offiziell als Künstlername eintragen Ja, lassen? Also in tatsächlich. deinem Pass und Perso überall steht Wilhelm. Und da Genau. steht denn ja Philipp W. Wilhelm. Genau, also Ne? steht Philipp Wimmer, Ach so. steht drin, aber dann gibt es diesen kleinen Absatz Künstlername und da steht jetzt Philipp W. Wilhelm. Ah, okay. Ist ja spannend. Ja. Ich könnte mich ja auch. Früher haben die Leute ja mal gedacht, dass mein Name ein Künstlername wäre. Das hast du letztens in der Podcast-Episode auch erwähnt. Habe ich gesagt? Ja. Ja, weil Isabel Garcia kennt man ja nicht. Und dann ist es, klingt so toll. Das ist bestimmt ein Künstlername, sage ich. Sagen Sie nicht mehr, wenn Sie einmal wirklich in Spanien gewesen sind. Die heißen dort alle so. Das ist wie Lieschen Müller hier. Das ist einfach nichts wert. Also, schöner Name, ja, aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, oh, so ein seltener Künstlername. Nee, selbst in Deutschland mittlerweile nicht mehr, finde ich. Werden immer mehr Isabels. Ja, Also, Isabel schon, aber Garcia ist jetzt ja dann es eher gibt einen anderen ungewöhnlich. Radiokollegen und natürlich werde ich noch gefragt, ist mein Bruder. Der irgendwie beim SWR, glaube ich, moderiert. Ist noch mein Vornamen, weiß ich gar nicht mehr. Auch so einen deutschen Vornamen und dann eben Garcia. Und dann haben wir gedacht, ach, guck mal, noch so einer. Aber du hast doch einen Doppelnamen. Ja, aber dem Prinzipiell. prinzipiell habe ich einen Doppelnamen. Also dann kennst du das auch, sich zu entscheiden für einen Namen, für eine Identität. Du meinst, weil ich einen Doppelnamen. Das stimmt. Denn dieser Doppelname, weil im Spanischen ist es so, dass dieser Doppelname nicht mit Bindestrich geschrieben wird. So, insofern, und das kennen die Deutschen nicht. Deswegen dachten sie immer bei Garcia, naja, Grazia Patrizia kennt man ja, dachten sie, es ist ein Vorname. Ne? Grace Kelly lässt grüßen. So, also Isabella Grazia, so. Und dann kommt eben mein Nachname Pedersen. So, weil meine Mutter ja aus Deutschland kommt, mein Vater aus Spanien und der Nachname setzt sich zusammen, ein Teil aus dem, bekommt man immer einen Teil vom Vater und einen Teil von der Mutter und in Spanien eben ohne Bindestrich geschrieben. Ist auch lustig, in Spanien. Heißt der Vater anders als die Frau. Die nimmt nicht den Namen an. Also im spanischen Gesetz heißt mein Vater Garcia Gomez, meine Mutter Petersen Langewort. Langewort. Und sie hat nicht seinen Namen angenommen. Man sagt dann die Frau von Ah, okay, Señora de ja, ah, Garcia okay. Gomez. Aber nicht, dass sie hat nicht den Nachnamen, sie hat ihren eigenen Nachnamen, nach dem spanischen Gesetz. Und die Kinder heißen dann, sie bekommen den ersten Nachnamen vom Vater und den ersten Nachnamen von der Mutter. Also dann eben von Garcia Gomez, das Garcia, und von Petersen Langewort eben Petersen. Und so heiße ich eben, ich und meine Schwester, Garcia Petersen. Ohne Bindestrich geschrieben. Und das ist eben auch spannend, deswegen müsste eigentlich, ich habe dann gedacht, ist ja total bescheuert, diese Klingelschilder in Spanien müssen ja komplett voll sein, weil ja drei Namen draufschreiben und dann noch drei Doppelnamen draufstehen müssen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es da auch keine Namen gibt. Die stehen da nicht dran. Da steht immer 5a, 5c und dann denkst du, oh Gott, in welchem. Boah, welcher Buchstabe war es nochmal? Es war der fünfte Stock, aber welcher Buchstabe war es? Steht nichts dran. Es stehen immer nur die Nummern dran. Und nicht die ganzen Namen, weil die Kinder alle anders heißen als ihre Eltern. Und die Frau heißt nicht wie der Mann. Also war das dann bei dir auch eine bewusste Entscheidung, dich für Garcia zu entscheiden? Definitiv, das hat einfach keinen Spaß gemacht. Ich habe meine Post nicht bekommen. Immer so, Petersen, Petersen, Petersen gibt es nicht. Hä? Weil ich habe einfach, das ist in, nee, ja, es ist, nee, ja, ne? In Spanien ist es so, man wird häufig nach dem ersten Namen genannt. Mein Vater heißt Francisco Garcia. Man sagt nicht Francisco Garcia Gomez. Man spricht immer bloß den ersten Vornamen aus. Also der männliche Teil setzt sich mehr durch. Man spricht selten den zweiten. Es ist bloß offiziell, man sagt es aber nicht. Deswegen war ich immer Isabel Garcia, bloß offiziell in Papieren stand eben Garcia Petersen. Ohne Bindestrich und deswegen die Post, ne? Petersen gibt es hier nicht, die kam teilweise nicht an. Da dachte ich so, wollt ihr mich veräppeln? Und dann, als ich einmal wirklich gesungen habe und die in der Kirche gesagt haben, ja, da oben, das war jetzt schön gesungen von
Frau Petersen, Isabella Grazia. Habe ich gedacht, oh nee. Nee, nee, ist ja, ich habe nichts gegen Petersen, echt nicht. Ich finde, das ist ein schöner Name. Schöner norddeutscher Name, so wie Wimmer ein schöner, schöner süddeutscher Name ist. Aber nee. Also mein Name wurde ständig verhunzt und dann habe ich gesagt, nee, komm. Und tatsächlich ist es schon eher so eine bewusste Entscheidung, ja. Ja, guck mal, jetzt haben wir lange über Namen geredet. Warum rede ich eigentlich mit dir? Ich meine, warum will ich dich treffen? Ja, das frage ich mich auch. Ich finde einfach Schauspiel so wahnsinnig faszinierend. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, diese Gratwanderung zwischen Schauspiel und ich habe gerade gestern wieder Diskussion gehabt mit einem lieben Kollegen, dem ich dann gesagt habe, schau mal, er meinte immer, ich bin immer echt, ich bin immer ich. Dann sage ich, ja, bin ich ja auch. Aber als Introvertierte auf der Bühne wäre echt und authentisch wäre, ich bin da gar nicht. Ich habe geschwänzt, ich wäre da nicht. Mhm. Und insofern, wenn ich es aber machen möchte, bedeutet es, dass ich eben dann weiß, wie ich normalerweise bin, weiß, wie ich mich gut fühle, weiß, wie ich, also im Endeffekt, was die Leute auf der Bühne sehen, ist das, wie ich bei zwei Freunden bin. Also kleiner Kreis, deswegen zwei Freunde. Also ein Persönlichkeitsanteil. Nee, es ist schon meine Persönlichkeit, aber es ist eben eine, die ich normalerweise im kleinen Kreis rauslasse. Also ein Anteil. Was meinst du mit Anteil? Ja, weil du zeigst ja nur einen Teil von dir auf der Bühne. Beziehungsweise da muss eigentlich ich mich selber die komplette, nein, es ist komplett Isabel, weil bei einer Freundin ist es einfach nur im kleinen Kreis. Introvertierte sind ja, die quatschen ja ohne Ende, so wie ich jetzt mit dir hier, im kleinen Kreis. Bei Leuten, die ich kenne, wo ich mich wohlfühle, da war ich immer das Plappermaul oder gerne mal das Plappermaul. Ich war die tolle Briefe, tolle Geschichten erzählen konnte, die lustig waren. Auf der Bühne zeigst du einen Persönlichkeitsanteil von dir oder wenn du vor Leuten sprichst. Ich zeige im Prinzip den Teil, so wie ich eben bin. Aber ich zeige sowohl die ernste Isabel auf der Bühne, aber wie ich mit meinen Freunden bin. Auf der Bühne, wie gesagt, wäre ich sonst nicht. Ich zeige auch den lustigen Teil, ich zeige auch den seriösen Teil. Ich zeige eben so, wie ich wirklich bin. Aber normalerweise traue ich mich das eben nur bei Freunden. So früher. Mittlerweile habe ich es mir natürlich antrainiert. Und ich habe eben genau, ne, Persönlichkeitstraining und so weiter geguckt, mich selbst bewusst wahrgenommen, wie bin ich im Privaten? Wie ist meine Körpersprache? Wie lache ich? Wie bin ich fröhlich? Wie? Und ich stelle mir praktisch auf der Bühne vor, es wäre ein Gespräch unter zwei Freunden. Das ist kein Anteil. Es okay, ist komplett jetzt bin ich wieder bei dir. Okay, jetzt haben wir es. Und dann meinte eben Steffen, mit dem ich mich unterhalten habe, ja, aber irgendwie ist es ja gespielt. Sag ich, jein, das bin ja ich. Ja, aber du willst ja gar nicht sein. Sag ich, schon, aber ich, ne, also es ist so eine Gratwanderung und ich kann es auch ganz schwer greifen und ganz schwer erklären. Und für ihn ist es eben Schauspiel. Und ich finde, es ist so eine Gratwanderung. Also wo spiele ich nicht? Ich persönlich habe mir so ein Schauspielverbot im Privaten auferlegt, weil ich so viel Spaß daran hatte, zu spielen und dass die Leute es nicht merken. Okay. Ne, weißt, okay, wenn du es erstmal das Talent merkst, weiß nicht, wie war es bei dir? Man merkt das Talent und man denkt so, okay, wie weit kann ich gehen? Bis wo glauben die mir alles? Also ich spreche für mich, ich weiß nicht, wie es anderen Kollegen geht. Das ist für mich persönlich ein Wunderpunkt, weil ich tatsächlich am Anfang, vor allem als ich meine Ausbildung fertig hatte etc., damit immer wieder konfrontiert wurde mit, du bist ja Schauspieler, bist du denn jetzt gerade auch ehrlich? Also Leute verwechseln ja gerne auch den Beruf des Schauspielers mit einem professionellen Lügner. Das ist jetzt mal ganz krass in den Raum gestellt. Und dann sage ich mal, nee, ihr habt den Beruf nicht verstanden. Weil ein Schauspieler sucht nicht danach, wie er Leute manipuliert oder indem er etwas zeigt, was er nicht ist, sondern er sucht eigentlich nach Wahrhaftigkeit, nach Ehrlichkeit oder auch Authentizität. Ich hasse dieses Wort. Ich finde es auch schrecklich zum Aussprechen. Authentizität. nee, es geht um Wahrhaftigkeit. Also welchen Anteil von mir, oder wie du es gerade beschrieben hast, wer bin ich jetzt in diesem Moment? Welchen Anteil möchte ich dir meinem Gesprächspartner zeigen? Und letztendlich bin alles ich. Also von da bin ich da wieder bei dir. Ich finde es wahnsinnig schwer, wenn Leute sagen, ja, du bist Schauspieler, spielst du mir was vor? Deswegen, also für mich kam das nie in Frage, um zurückzukommen zu dem, was du gesagt hast, für mich kam es nie in Frage, jemandem was vorzuspielen. Ich hatte keinen Spaß daran, und heute auch noch nicht, ich habe keinen Spaß daran, Leuten was zu zeigen, was ich nicht bin. Sondern
Ganz im Gegenteil, ich will eigentlich eher, dass die Leute verstehen, wie ich ticke. Das ist auch der Antrieb für mich als Schauspieler auf der Bühne. Ich will, dass die Leute verstehen, warum die Rolle, die durch mich gezeigt wird, so handelt, wie sie handelt. Sie menschlich zu machen oder dass jeder sagen kann, ah, okay, diesen Anteil von dieser Person, die begreife ich. Und mit dem setze ich mich wahnsinnig auseinander. Deswegen habe ich auch tatsächlich die Namensänderung mitvollzogen, weil ich mir gedacht habe, ich habe jahrelang das Wilhelm ausgeklammert, was für mich auch bedeutet hat, ich habe auch meine Familie so ein bisschen ausgeklammert. Ich meine, jetzt gehe ich den krassen Weg, dass ich sage, das Wimmer gibt es nicht mehr. Stimmt es auch nicht, weil ich bin nach wie vor der Philipp Wimmer. Aber ich wollte tatsächlich schauen, wer ist die Gesamtperson Philipp Wilhelm Wimmer? Und wenn es mir irgendwelche Vorteile verschafft, indem ich einfach meinen Namen ändere und sage, okay, ich gehe jetzt neu an den Start, weil ich jetzt einfach 6 Jahre lang als Schauspieler wenig gearbeitet habe, weil ich als Redakteur gearbeitet habe und mir hilft es irgendwie, mich neu zu entdecken, mich neu präsentieren zu dürfen, dann nehme ich das her. Aber letztendlich bin das alles ich. Aber insofern, ja, hast du ja auch ein Erlebnis gehabt. Also bei mir war es dann eben so, das kam natürlich, es ist nicht schön, wenn man sowas, also wenn ich. Ja, bei mir, ne, nicht Mann, wenn ich eben anderen Leuten was vorspiele, ich eben, ja, ich habe wenig Selbstwert, ich, das, was heutzutage aber auch noch Erwachsene aus Unsicherheit haben, mache ich ja, habe ich als Jugendliche aus Unsicherheit gemacht, so nach dem Motto, oh, dann mag man mich, wenn ich das mache und so weiter und so fort. Das ist natürlich Quatsch, aber so war ich dann eben damals teilweise drauf. Und irgendwann kam eben, dass ich ja im Prinzip die Leute veräppelt habe. Und dann eben aber eine Freundin zu mir sagte, Isabel, ich möchte gerne glauben können. Oh, Ich okay. möchte gerne, wenn du sagst, Hilfe, möchte ich sofort dir glauben können, mich nicht fragen, veräppelt sie mich gerade. Denn ich bin tatsächlich sehr, sehr gut. Und wo du schon sagst, mit diesen professionellen Lügen, jemand, der mich nicht richtig gut kennt, der würde dann denken, ich weine wirklich. Natürlich kann ich das. Oder der würde denken, ich habe gerade richtig gute Laune, weil ich es eben mittlerweile weiß, wie ich mich anfühle, wenn ich richtig gute Laune habe. Insofern, ich kann das theoretisch, ja. Deswegen kommt wahrscheinlich auch dieses mit dem lügst du jetzt gerade. Das hat halt eine mit dem anderen gar nichts zu tun, aber weil manche es eben nicht können, vermeintlich, unterstellen sie eben, oh, wenn jemand das kann, erzählt er jetzt gerade die Wahrheit. Und seitdem eben meine Freundin mir das gesagt hat, was mir natürlich sehr geschockt hat, und sie hatte so recht, ja, habe ich dann mir ein Lügverbot praktisch auferlegt. Und Ein für mich ist Spielverbot, es, bleiben wir bei ich Spiel. spiele mit einem Spielverbot. Genau, Spielverbot. Bei Freunden definitiv, aber auch so. Ich merke eben, je älter ich werde, warum sollte ich irgendjemandem irgendwas sagen, was ich nicht, ne, oder ihm irgendwas vormachen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und für mich ist eben auf der Bühne so sein, wie ich unter Freunden bin, ist für mich kein Lügen. Das ist für mich, ich zeige einem großen Publikum Isabel, die sie normalerweise sonst nie sehen würden. Das ist so ein bisschen wie, wir sind hinter der Fassade hier, wir haben hier keine Ahnung, ganz seltenes Tier, das sieht uns gerade nicht, aber wir können durch die Scheibe gucken, denn eigentlich würde sich das Tier nicht zeigen, wenn es wissen würde, dass jemand dazu guckt. So ungefähr. Also ich zeige schon mich. Wie in deinem Podcast ja auch. Wir haben ja mal drüber geredet, vor gar nicht allzu langer Zeit, dass ich am Anfang, als ich deinen Podcast entdeckt habe, Diesen nach diesen Audio-Podcast, ne? Audio-Podcast, genau, nach den ganzen Hörbüchern, die ich die Hörbücher, die ich gelesen habe und die Audiobooks, die ich gehört habe, Du kriegst den Dreh, du kriegst den Dreh, das ist wirklich schön. Wahnsinn, Also als unglaublich. die Hörbücher, die du gehört Danke. hast. Audio ist das mit dem Kopfhörer. Ja, Okay, und danke. das mit dem Lesen, mit dem Buch, das ist mit dem, weißt du, wenn du es anfasst und, weißt du, so, Ach ja, mit den das. Augen. Ah, okay, Ja, gut. gut, jetzt. Als Was ich mich wolltest du mit deinen sagen? Inhalten beschäftigt habe, Von meinem mit Audio-Podcast. deinem Audio-Podcast, war ich am Anfang wahnsinnig irritiert über die Tatsache, ob der Tatsache, dass du sehr ehrlich warst, auch gesagt hast, dir geht es nicht gut. Und ich fand es sehr befremdlich am Anfang. Und habe echt eine Zeit gebraucht, ein paar Folgen, um mich da reinzuhören, weil ich mir gedacht habe, die verkauft sich ja ganz anders, ich mache fette Anführungszeichen in der Luft, ganz anders als das, was ich aus den Büchern kenne. Ich kannte dich ja schon persönlich, jetzt nicht gut, aber wir haben uns ein paar Mal gesehen und unterhalten und hatten einen Abend zusammen da in Berlin damals. Und da habe ich gemerkt, nee, nee, das ist wirklich sie. Also du wusstest am Anfang, hättest du mich jetzt nicht gekannt,
Hättest du nicht gewusst, was ist die wirkliche Isabel? Ist Genau. es eine Rolle der Podcast? Ja, beziehungsweise ist das Buch eine Rolle, also das Ja, okay. Audiobook. Ja, okay. Und was war jetzt die Antwort von deinen Ergebnissen, von deinem Denken? Das Witzige war, dass bei mir ein Denkprozess stattgefunden hat. Warum empfinde ich das, was ich gerade höre in dem Audio-Podcast, wo ich eine neue Isabel kennenlerne, Anführungsstriche, warum finde ich das jetzt in dem Augenblick einschüchternd oder seltsam? Warum berührt es mich peinlich, was auch immer? Dann dachte ich mir, nee, nee, das liegt ja gar nicht an dir, es liegt an mir. Weil ich plötzlich eine Person wahrnehme, die von sich erzählt und eine wahnsinnige Verletzbarkeit zeigt. Weil du machst dich ja in dem Augenblick, wo du öffentlich, ob das auf der Bühne ist, vor Publikum oder in einem Audio-Podcast, den was weiß ich, wie viele tausend Leute hören, du öffnest dich und zeigst zu gewissen Teilen dein Seelenleben, wer du wirklich bist. Also bietest du wahnsinnig viel Angriffsfläche. Finde ich gar nicht. Gerade darüber eben nicht. Aber, na, also, Genau, warte, ja, genau, ich lass lasse mich dich ausreden, ausreden. ja. Und das fand ich für mich sehr spannend, die Erkenntnis, weil ich mir gedacht habe, nee, nee, das, was sie macht, ist ja genau das, was ich ja auch mache, weil auf der Bühne spiele ich nicht. Ich zeige auch, wenn ich Hamlet spiele oder so, der mit Selbstmordgedanken hadert oder mit Mordgedanken etc., es sind ja trotzdem auch Anteile von mir. Ich zeige ja auch, was ich dabei denke und fühle. Und dann dachte ich mir, diese Wahrhaftigkeit, die du in den Podcasts an den Tag legst, die unterscheiden dich und dein Produkt, ich rede, der Podcast, sehr von dem, was ich sonst so aus dieser Ecke kenne. Und das reizt mich sehr, deswegen höre ich deinen Podcast. Und das hat mich auch tatsächlich zum Denken angeregt wieder, was mache ich denn eigentlich? Was ist für mich Schauspiel? Was ist mein Beruf? Ich hatte damit mit meiner Familie vor gar nicht allzu langer Zeit eine lange Diskussion zum Thema, ja, was willst du jetzt eigentlich machen? Willst du jetzt spielen, also Schauspiel betreiben oder willst du schreiben, weil ich auch gern schreiben möchte? Willst du ein Buch schreiben? Willst du coachen? Willst du Trainer sein? Wo ich sage, nee, das ist für mich, ist es alles eins, das ist ein Berufsfeld, nämlich die Suche nach der Wahrhaftigkeit, meiner Wahrhaftigkeit, um damit auch Leuten zu zeigen, es ist nicht schlimm, sich zu öffnen in einem gewissen Rahmen und den Leuten auch zu zeigen, so funktioniert Kommunikation, indem ich wahrhaftig bin, indem ich ehrlich bin, indem ich direktes Feedback gebe, indem ich ins direkte Gespräch gehe und nicht im Hinterkopf habe, oh, was will der andere von mir hören und wie kriege ich es hin, dass der mir jetzt das glaubt, was ich ihm erzählen will? Um das geht es nicht. Letztendlich sind wir, also wir Schauspieler, und da spreche ich jetzt von mir, wir sind Mediensprachrohre für die Botschaft dahinter. Und das funktioniert aber nur, indem wir durchlässig sind. Ich glaube, es geht auch ganz viel ums Thema Durchlässigkeit. Emotionen durchlassen. Also, dass du deine eigene, dass du praktisch ja im Prinzip jeder Rolle ja auch deinen eigenen Stempel gibst, weil du eben deine Absolut. eigenen Emotionen durchlässt. Ich kann ja Denn im nur aus Endeffekt ist dem es ja, schöpfen. genau, du, wenn du einen traurigen Menschen auf der Bühne spielst, ist es ja trotzdem deine Traurigkeit, so wie du Traurigkeit empfindest, Genau. so wie Philipp eben weint. So. Und für mich, ich habe tatsächlich auch für mich so einen ganz guten Indikator gefunden, ob ein Schauspieler, ein Sänger, wie auch immer, wahrhaftig ist. Ich benutze das Wort gerade sehr inflationell. Inflationell? Ist das ein Wort? Inflation. Ich Näher, habe. inflationär. Okay, gut. Ich lasse es einfach. Benutze das Wort nie. Insofern bestimmt. Bei Das mir kam es klingt. auch erst vor einiger Zeit, weil ich von dem Wort Authentizität weg wollte. Ich finde das Wort so Nee, schrecklich. aber inflationär benutze ich auch nicht. Aber Also ich benutze sehr häufig das Wort Wahrhaftigkeit. das benutzt du sehr häufig, aber das Wort inflationär benutze ich nicht so häufig. Ich auch Jetzt haben wir nicht, es. wie ich Gut, gerade jetzt gemerkt haben wir habe. es, ja. Wir erfinden jetzt einfach das Wort inflationell. Genau, also durchlässig, Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit ist spannend. Ist Wahrhaftigkeit für dich Ehrlichkeit? Müsste ich drüber nachdenken, mein erster Impuls ist ja. Ja, schon. Ja, doch schon. Und ist das wichtig, ehrlich zu sein? Es gibt doch häufig so diese sozialen Lügen, weißt du? Du fragst jemanden auf der Straße, wie geht's denn? Er sagt gut.
Das grenzt sich da ein bisschen davon ab, weil du musst nicht jedem, zu dem du keine Beziehung oder keine Verbindung hast, musst du nicht auf die Nase drücken, ja, mein Gott, gestern hatte ich Durchfall und heute habe ich Blähungen. Das interessiert keinen Menschen. Echt nicht? Du hattest gestern Durchfall. Gestern nicht, wobei wir gestern beim Thai waren. Danke. Warte mal. Weißer Elefant auf grüner Wiese. Weißer Elefant auf grüner Wiese. Es gibt Grenzen. Nein, aber um drauf nochmal drauf zurückzukommen. Also mit der Ehrlichkeit, es ist nicht ich finde es lustig, manche nehmen auch das Wort Ehrlichkeit und sind einfach nicht nett. Also, ne, das ist so, sagen einem ungeschoren die Meinung. Also manchmal wirklich so, also diese Frisur steht dir gar nicht. Ey, das sieht, weißt du, einer muss es dir ja sagen und ich bin ja so ehrlich. Ja? Ja, es geht schon auch ein bisschen darum, in welche Beziehung stehe ich zu den Menschen. Schon. Und ich finde auch, ich muss nicht alles rausposaunen, was ich eben gerade denke, muss Absolut. ich nicht. Also insofern, was ist für dich Wahrhaftigkeit? Warum hast du dieses Wort gerade für dich entdeckt? Dieses Wort, das ich jetzt nicht mehr ausspreche, um es nicht inflationell zu gebrauchen, Nee, jetzt wird es ich schon weiß, näher. es war ein Witz. Mein Gott, du hast doch das Hörbuch über Humor gemacht hier. Ja, aber da weißt du, da musst du es wirklich noch mehr aufbauschen und nicht einfach nur die Panne so. Nee, so Okay, funktioniert das gut, nicht. ich lerne hier nur von dir. Humortechniken, ja, genau. Nein, weiter? Ja? Also Wahrhaftigkeit. Ich spreche es jetzt aus. Ich möchte, dass die Menschen, ob das das Publikum ist, ob das ein Klient ist, was auch immer, dass der was lernt. Nicht von mir, sondern von der Begegnung. Und das funktioniert für mich in dem Augenblick, wo die Begegnung wahrhaftig oder ehrlich ist. Ob ich sage mal im Theater eine ehrliche, wahrhaftige Darstellung. Wenn ich ein Training oder ein Coaching gebe, möchte ich, ist es mein Ziel, dass der Klient merkt, dass ich ihn wirklich wahrnehme und er mich auch. Dass es da natürlich gewisse Grenzen gibt. Klar, die sind gegeben, durch das Umfeld. Aber nur wenn eine Durchlässigkeit da ist, die auf emotionaler Ebene basiert, kannst du vom anderen was mitnehmen. Okay, dazu habe ich zwei Ideen. Jetzt habe ich nur noch die zweite im Kopf, nicht mehr die erste. Ist egal. Durchlässigkeit. Genau, die erste ist, wie merke ich als Zuschauer, wenn ich praktisch sowas sehe, so einem Schauspieler zuschaue, woher merke ich, dass der wahrhaftig ist und ehrlich ist und der andere jetzt irgendwie es eben nicht ist? Also woher merke ich das? Woher kann ich es überhaupt merken? Du spürst es. Du spürst irgendwie, dem glaube ich das. Also in dem Augenblick, wo du im Theater sitzt oder vorm Fernseher sitzt, im Kino sitzt und merkst, boah, ist das ein Arschloch. Dieser Rollenname XY, ist das ein Arschloch? Trifft's dich irgendwo? Und ist was, und dann ist es wahrhaftig, wenn du nicht denkst, boah, Robert De Niro spielt die Rolle aber Genau. großartig. Perfekt. Zum Beispiel, für mich ist eines der besten Beispiele immer noch Titanic, also der Film mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Ich möchte nicht über die Leistung von Leonardo DiCaprio sprechen, aber über die Leistung von Kate Winslet, die Rose so dermaßen toll spielt und ich empfinde Kate Winslet als herausragende Schauspielerin. Ich meine, die ist ja auch Oscar nominiert und prämiert, glaube ich, mittlerweile auch. Was die diese Figur mitgegeben hat, einer echt ziemlich plakativen, ziemlich einfachen Figur vom Aufbau her. Das hat mich im Kino mit 16, 17 damals so berührt und ich habe mit dieser Figur mitgelitten. Und ich habe dir jede Millisekunde geglaubt. Und ich kann den Film heute noch anschauen, 20 Jahre später, und bin immer noch berührt. Mittlerweile denke ich mir, boah, ist das eine geile Schauspielerin. Aber wenn ich das aus, also ich schaffe es wirklich, es auszublenden, dass es eine Schauspielerin ist. Für mich ist das diese Rose, die auf diese Titanic diesen Fall erlebt, diese Liebe erlebt, diesen Verlust erlebt. Und das berührt mich. Selbst wenn ich darüber spreche, merke ich, dass die Emotion immer noch da ist. Und wenn ein Theaterstück, ein Sänger, also wenn du ein Lied hörst und du merkst, es berührt dich, dann ist eine Wahrhaftigkeit da. Okay. Das ist meine Zweiten. Definition. Ja, okay. Zweitens, wie kann jemand so etwas schaffen? Also es ist ja genauso, wenn ich zum Beispiel mit manchen Leuten eben arbeite, die, man kann jetzt sagen, eben Redner werden wollen, aber eben auch, wenn ich Führungskräfte habe oder eben Verkäufer, Vertriebler habe, die wahrhaftig, wenn wir bei dem Wort einfach mal bleiben, glaubhaft
die ihre Produkte verkaufen möchten. Das Storytelling, was ja häufig so gepredigt wird, kommt natürlich glaubhaft darüber und weckt eher Emotionen bei meinen Zuhörern, wenn die es mir eben glauben. Also genau das, was du sagst, dass ich nicht denke so, ach, der verkauft das Produkt aber gut, sondern boah, geiles Produkt oder geiler Mann. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Wir wollen denken Rose, wir wollen nicht denken Kate Winslet. Hm. Wir wollen denken, cooles Programm. Nun sind das aber keine Schauspieler. Wie kann ich jetzt als x-beliebiger Mensch, das meine ich jetzt nicht abwerten, sondern einfach, wenn ich kein Schauspieler bin, wie komme ich an solche Emotionen? Erstmal die Beschäftigung mit dem Produkt. Ich habe es ja ganz oft schon erlebt, wenn du Fernsehen einschaltest, ich sage jetzt mal diese Shopping-Sender, wo dir Produkte verkauft werden. Du hörst ja so oft dieses, ach, dieses Produkt ist ja wahnsinnig innovativ und schau dir mal diese Zirbenkugel hier an, was das für ein tolles Material ist. Du hörst die Worte, du siehst es aber nicht, wie toll es ist. Vor allem, es wird auch wahnsinnig, also diese Superlativen, wie toll und wie mega etc., da wird ja inflationär damit umgegangen, mit diesen Worten. Wenn das der Fall ist, wo du merkst, es wird das Produkt mit Worthülsen umlagert, dann glaube ich es nicht mehr. Mhm. Wenn ich da Steve Jobs zum Beispiel oder die ganzen Apple-Produkte, darf man das sagen hier im Podcast? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Diese ganzen ich muss mich daran erinnern, dass ich mal Werbung reinschreibe. Werbung wegen Namennennung. Also diese ganzen Produkte, die in diesen Keynotes vorgestellt werden, diese Keynotes funktionieren erstaunlich gut, weil sie dem Publikum oder dem User zeigen, du willst es haben. Irgendwann kriegst du aber mit, es ist ja immer das Gleiche. Es ist immer das gleiche Geseier. Es ist eine coole Show. Du weißt, dass du das Produkt haben möchtest, aber es berührt dich nicht mehr emotional. Das liegt daran, dass sie es zu oft machen, regelmäßig professionalisiert haben. Wenn du ein Produkt verkaufen möchtest, hinter dem du wirklich stehst, dann kommt es über die komplette Körpersprache, über die Mimik, über die Gestik. Im Prinzip eine innere Haltung dazu haben, dass du wirklich sagst, ich finde dieses Produkt gut. Ich finde das Produkt gut. Aber trotzdem ist es... Ja, aber manchmal hat es mit dem Produkt ja wenig zu tun. Zum Beispiel wird ja auch geraten, Storytelling zu machen, indem man vielleicht irgendwie von sich eine traurige Geschichte erzählt, so nach dem Motto. Aber ich kenne eben Menschen, die können nicht mal eben darauf zugreifen. Und ich weiß eben zum Beispiel gerade jetzt eben so ein Redner, der hat gesagt, er war in New York bei Le Strasberg, bei diesem Schauspielschule. Und dann war es eben so, hier, stell dir mal die traurigste Geschichte vor, die du irgendwie jemals erlebt hast. Und dann sah er sich da wieder im Kinderzimmer und war im Prinzip mit dieser Kinderzimmergeschichte, war er dann eben und hat dann eben diese andere Geschichte erzählt. Und dadurch kam er an die Gefühle heran. Und das war so der einzige Trick. Und da zum Beispiel, wenn ich sowas sage oder wenn manche zu mir kommen und sagen, ja, mir wurde gesagt, ich soll an was Trauriges denken oder an was Fröhliches denken, damit ich dann eben diese fröhliche Stimmung habe oder das Negative habe, wir sind ja nicht multitaskingfähig. Und das Problem ist eben dann, dass die dann auf einmal an das Traurige denken oder an das Kinderzimmer oder sonst wie was denken, aber sich nicht mehr wirklich konzentrieren können auf den Inhalt, was sie jetzt erzählen möchten. Also ich glaube, zum Konditionieren wäre es schlau. Ich glaube, manchmal hilft es eben nicht. Deswegen wäre so meine Frage, wie hilfst du oder wie schaffst du es? Wie würdest du jemandem sagen, dass er jetzt an diese Emotionen rankommt? Wenn jemand sagt zum Beispiel, ich kann nicht mal eben spontan lachen oder ich kann nicht mal eben spontan Emotionen transportieren, wenn ich sie nicht wirklich empfinde. Aber ich weiß nicht, wie ich sie unbewusst empfinde. Insofern kann ich sie nicht bewusst bei einem Vortrag, bei einer Präsentation reproduzieren. Was wäre deine Idee? Gut, da bin ich in diesem Verkaufsthema zu wenig drin, muss ich aber sagen. Aber überhaupt, das ist ja ein Schauspiel. Ja, die Beschäftigung mit sich selbst. Was ist mir wichtig? Was passiert, wenn mir etwas wichtig ist? Wie ist meine Haltung? Also meine innere Haltung zu diesem Gegenstand, dieser Rolle, diesem Text. Also du guckst praktisch immer, wie sind meine Gefühle und bewusst, dass du versuchst, die bewusst rauszukriegen. Aber ich finde es eben auch, ich meine, wenn ich weiß, okay, ich finde das schön, aber ich kann nicht bewusst lachen, dann scheitere ich ja schon wieder da dran. Ja, das ist ja auch eine Trainingssache. Lachen? Der Zugriff auf Emotionen. Okay, und wie wird das trainiert? Wie könnte ich wenn ich mich nicht auskennen würde, wie kann ich das trainieren? Also in der Schauspielausbildung war es so, dass wir wirklich gelernt haben,
sich diese traurigen Situationen, lustige Situationen Also genau wie Leo vorzustellen. Strasberg das eben auch dann gemacht hat in diesem New York Genau, da. wie Strasberg Okay. das auch predigt. Und du spürst es im Körper. Du spürst wirklich, wo ist die Traurigkeit, wo ist die Verzweiflung, wo ist der kleine Sadist? Du Wenn du spürst das mit das im dem Körper. Wo sagst, macht dir das irgendwie, dass ihr sagt, von wegen, ach, der Sadist, der fühlt sich rot und rund an in meinem Bauch oder sowas? Oder was meinst du mit wo? Da gibt es verschiedene Techniken. Es gibt tatsächlich auch die Bebilderung in Farben oder was auch immer. Bei mir, also ich spreche von mir, bei mir ist es das so, dass ich wirklich merke, ah, der ist jetzt, keine Ahnung, hier unten rechts im Brustkorb, da ist die Wut. Okay. Das funktioniert aber dadurch, dass ich mich im Alltag sehr viel damit auseinandersetze. Jetzt bin ich gerade wütend oder ich merke, ich werde wütend. Ah, okay, das steigt von rechts unten, steigt es hoch, da beginnt es. Und wenn man sich das immer wieder bewusst macht und jeder Mensch hat so eine Gefühlspalette, die unterschiedlich stark ausgeprägt ist, jeder hat seine Emotionen, die er verstärkt oder vermehrt spürt, dann frage ich mich natürlich, warum spüre ich jetzt Wut öfters als zum Beispiel Trauer oder Freude, hängt ja auch sehr viel zusammen. Und irgendwann weiß ich, ich brauche jetzt einen Moment, wo ich auf der Bühne wütend werden muss. Dann macht mein Körper automatisch eine Verbindung zu dieser Körperstelle. Das klingt jetzt viel komplizierter und viel anatomischer, als es wirklich ist, aber ich muss jetzt auf Wut zugreifen und dann spüre ich die. Ich Okay. weiß, wo sie ist. Mein Körper reagiert. Also ich bringe meinem Körper bei, zu reagieren, wenn es angemessen ist. Also im Endeffekt könnte ja jeder, ich meine, wir regen uns ja immer mal wieder auf, es gibt die Wutbürger, es gibt die Gutmenschbürger, es gibt ja so viele Bürger. Aber wenn ich da draußen bin und zum Beispiel mich jetzt über einen Bäcker aufrege, der mich so blöd behandelt, oder mich freue über ein kleines Kind, was gerade mir eine Blume geschenkt hat, oder. Dann vielleicht, dass ich dann innehalte und bewusst spüre, wo spüre ich das oder wie empfinde ich das. Und je häufiger ich das mache, sagst du, desto besser kann ich es reproduzieren. Richtig. Und da reicht es nicht, wenn man sagt, ah, ich war vor 3 Jahren mal wütend auf mein Freund, meine Freundin, mein Lehrer, sondern man muss sich im Alltag wirklich beobachten. Und das ist uns, glaube ich, sehr viel abhanden gekommen, allein durch soziale Medien etc. Wir konsumieren ja sehr viel, beschäftigen uns aber nicht mehr mit Inhalten und beschäftigen uns zunehmend, ich spreche von meiner Generation, ich bin jetzt 38, Generation Smartphone. Wir scrollen durch Instagram, durch die ganzen sozialen Medien. Wir schauen Fotos an, klicken auf Like. Dann ist aber das, warum wir auf Like gedrückt haben, ist schon wieder weg, ist beim nächsten Foto. Wir beschäftigen uns ganz selten nur noch mit dem Inhalt und mit der Emotion dahinter. Bei Instagram gebe ich zu, da scrolle ich so, ach ja, die finde ich nett, oh ja, hübsches Foto, oh ja. Ganz selten lese ich wirklich den Text durch. Und Also, da stumpft man ab. Also so empfinde ich es. ja, das ist Da schon stumpft man richtig. ab. Und Die im Frage ist, warum Alltag. machen wir das? Ne? Und ich versuche eben auch, wenn ich ganz tolle Texte habe, denke ich, Gott, ich muss ein gutes Foto wählen, denn sonst klicken die Leute meinen Text nicht an. Weil ich es auch nicht tun würde. Natürlich. Ich habe aber auch keine Zeit dafür. Ich verstehe gar nicht, wie manche Leute irgendwie zig Stunden jeden Tag in so sozialen Medien. Ich arbeite noch und vor allem, ich habe noch ein Privatleben und ich habe einen Hund, der raus möchte und ich habe noch Hobbys. Aber ja, klar, Es man ist eine stumpft ein Form von bisschen ab. Sucht. Was eine Ja. Form ist, ist eine Sucht, ganz Ja. klar. Und du meinst, damit stumpfen auch die Gefühle ab? Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, dass die Gefühle wirklich abstumpfen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man nicht mehr so genau hinschaut. Ich habe da so eine kleine Geschichte, das ist mir vor 3 Jahren passiert, hier in München, Fußgängerzone. Es war Winter, kurz vor Weihnachten, und ich lief die Fußgängerzone entlang. Und ich höre jemanden singen. Und ich schaue, und dann saß da vor einem Kaffeehaus, saß eine junge Frau, keine Ahnung, Anfang 20 und hat gesungen, eine Bettlerin. Ach so, es war, ja, Pablo, es ist eine Frechheit. Da ist einfach jemand, nein, ah, wir müssen hier nicht bellen. Und nur so als Info, du störst gerade den Podcast. Ich wollte es dir nur mal gesagt haben. Ja, Und genau. du machst dich wahnsinnig dekorativ auf unserer Couch. Oh, das sieht wirklich gut aus, oder? Dieses braun-grau-schwarze Fell auf Auf dem lila diesem Sofa. Aubergine, Ah, ist Entschuldigung, auf dem Aubergine. Auberginesofa. Ja.
Also die Geschichte jetzt. Also sie saß nicht in dem Café, sondern sie saß davor. Genau. Mit nackten Füßen auch. Okay. Und hat gesungen. Mhm. Und da hat halt so einen kleinen Hut oder irgendwas vor sich und dann natürlich so ein gebasteltes Schild, wo drauf steht, brauche ich Geld für Familie oder was auch immer. Mhm. Mein erster Gedanke war, das filme ich. Das war mein erster Gedanke. Ach, das ist so schön, das filme ich, um es für die Nachwelt irgendwie zu konservieren. Mhm. Mein zweiter Gedanke war, was bist denn du für ein Depp? Ich bin zu ihr hin und habe gesagt, ich finde das ganz, ganz, ganz toll, wie du singst. Das ist echt eine tolle Stimme. Ich konnte mich mit ihr auch schwer unterhalten, weil sie auch kein Deutsch sprach. Und ich wollte ihr kein Geld geben und habe ihr einen Tee gebracht. Und dann war sie total verunsichert, aber ich habe gesehen, das war eine Geste, die ist ihr wahrscheinlich jetzt nicht so häufig passiert. Mhm. Vor allem nicht in der Weihnachtszeit, in München, in der Fußgängerzone. Und dann hat sie zu mir gesagt, in sehr gebrochenem Deutsch, das nächste Lied singe ich jetzt nur für dich. Oh. Und hat dann gesungen. Und in dem Augenblick habe ich mein Handy etc., ich habe alles vergessen und habe der so zugehört und ich habe dann echt Tränen in den Augen gehabt. Gar nicht, weil sie jetzt für mich singt, sondern weil das so ein schöner Moment, was ist, was kurz passiert. Hm. Nee, ein Öffnen, ne? Es war ein Öffnen von beiden Seiten auch. Hm. Und das war insgesamt, hat das, der ganze Vorgang mit dem Tee bringen, vielleicht 10 Minuten gedauert oder so. Und heute, wenn ich jetzt durch Instagram oder durch irgendein anderes soziales Netzwerk scroll und sehe, jemand singt, zum Beispiel New York U-Bahn, jemand hat ein Video gemacht, wie jemand in der U-Bahn steht und singt, geile Stimme, ich denke mal so, ach cool, und scroll weiter. Ich nehme mir nicht mehr die Zeit, das anzuschauen. Hm. Und als Schauspieler versuche ich es wirklich mit offenen Augen, mit offenen Ohren durch die Welt zu gehen und diese Momente ja, aufzusaugen, auch zu schauen, was berührt mich, warum ärgere ich mich, und zwar im realen Leben. Also es hat also sehr viel mit Selbstbeobachtung zu tun, was ja jeder, was ich ja auch mit meinem sich selbstbewusst wahrnehmen eben sage, wie fühle ich mich, wenn ich entspannt bin, wie atme ich normalerweise, wenn ich entspannt bin oder wenn es mir gut geht, wenn ich wütend bin und so weiter und so fort. Was ja auch wieder in die Richtung geht, wenn man über so eine Musterunterbrechung eben redet, man muss ja erstmal, oder muss nicht, aber ich schlau ist es eben erstmal zu gucken, was für ein Muster habe ich, also wie rege ich mich auf, über welche Situation rege ich mich auf, was mache ich dann, Hochatmung oder. Mhm. Und dann erst kann ich es ja brechen, damit ich mich vielleicht bei so einer Situation nicht mehr aufrege. So. Genau. Also es geht ja häufig in diese Richtung beobachten. Also ist im Prinzip auch so ein Schauspieltraining und an meine eigenen Emotionen rankommen, damit ich sie eben reproduzieren kann, ist das eigentlich ein Achtsamkeitstraining, oder? Genau, die Schärfung der eigenen Wahrnehmung. Und je besser ich es wahrnehme, ich muss gar nicht eine besondere Technik haben, dass ich es irgendwo verankere, sondern es reicht eben, dass ich immer mehr darauf achte, es wahrzunehmen. Oder? Ja, und die Technik, also die Schauspieltechnik, die kommt dann obendrauf. Okay, und was ist das zum Beispiel? Naja, da gibt es ja verschiedene Techniken. Ganz allein schon die Arbeit mit dem Text, wie gehe ich mit dem Text um, wie strukturiere ich den Text, die Probenarbeit, wie finde ich die Rolle, was wird von der Rolle verlangt, spiele ich eine Komödie, die spiele ich wieder anders als jetzt eine Tragödie, spiele ich einen Shakespeare anders als einen Ibsen oder einen Goethe. Das ist das, was du in der Ausbildung lernst. Ich habe mal, ich weiß, damals, als ich habe ja bloß Schauspiel im Nebenfach gehabt und da haben wir dann so ein kleines Theaterstück gehabt und da hat unser Schauspieler ja gesagt, so Isabel, damit du jetzt wirklich weißt, wen du da spielst, jetzt setzt du dich erstmal hin und schreibst jetzt im Prinzip, was war das, ich glaube Tagebuch oder sowas, von dieser Person. Also die Person und dann schreibst du da irgendetwas, weil auch im Prinzip das, wie war das Leben von dieser Person, bevor dieser Moment kam, so den du gerade spielst. Ja, so eine Rollenbiografie. Mhm. Und ich so, was ist denn das für ein Scheiß? Ich hatte so überhaupt gar keinen Bock da drauf. Ich dachte, eher sei ich so 5 Sätze auf der Bühne, sollen wir jetzt überlegen, wie die 50 Jahre, bevor dieser Satz kam, jetzt irgendwie von diesen Menschen waren. Aber ich glaube, sowas ist eben schon wichtig. Und Gott sei Dank, Otto Normalverbraucher, der kein Schauspieler ist, der braucht es ja nicht, denn er hat ja sein eigenes Leben. Aber es gilt eben auch, dieses Leben wirklich anzugucken. Richtig. Und das war ja auch, wir haben uns ja eben auch schon eben privat unterhalten und haben beide uns so von Situationen erzählt, wo Menschen teilweise nicht gut mit anderen eben umgehen und wir beide gesagt haben, ja, ich glaube, die haben beide echt große Baustellen, also sowohl die eine Person, von der ich erzählt habe und die Person, von der du erzählt hast. Und ich glaube eben, da ist echt teilweise ein blinder Fleck, dass die nicht sehen, warte mal, ich habe da ein Defizit, deswegen haue ich teilweise um mich, deswegen mache ich das und das und das.
Und es wäre mal gut, da Verantwortung zu übernehmen. Das Blöde ist, ich glaube, die sehen es eben nicht. Die bekommen es nicht mit. Also nur Achtsamkeit, wenn ich es nur aus meinem Blickwinkel mache, glaube ich, bringt mich nicht ans Ziel, weil ich manchmal auch den Blick von außen brauche, oder nicht? Also die Selbstreflexion brauchst du auch noch. Oder Selbstreflexion, der Blick der Blick von von außen, außen. Guck mal, ja, wenn ich denke natürlich, ja zum Beispiel klar. dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie denke, du bist doof und du lügst mich nur an, allein schon, weil du Schauspieler bist. Ja, du bist doof, 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 doof. So, jetzt renne ich rum und sage überall, der Philipp, doof. Ja, der hat sich sogar umbenannt von Wimmer auf Wilme. Wie bescheuert ist das denn? Und dann bin ich ja der Meinung, das ist so. Also ich bin ja sehr schnell, und das ist ja auch bei den zwei Personen, wo wir es so dachten, es ist ja nicht einfach nur mit Achtsamkeit getan, denn deren Bauchgefühl sagt ja, ich bin komplett richtig. Moment, Und die 18. glauben ja daran. Achtsam ist ja, ich nehme etwas wahr. Ich versuche eben auch auf meine Vergangenheit zu gucken. Ich versuche mein Verhalten zu reflektieren. Ich versuche zu gucken, warum mache ich was? Warum habe ich welche Emotionen? Ich weiß nicht, ob man alleine immer auf eine Lösung kommt. Ja, und wichtig bei der Achtsamkeit ist auch, die Bewertung außen vor zu lassen. Also die Situation, den Stimmt. Moment zu erleben, ihn anzunehmen, wie er ist, und nicht zu sagen, das finde ich jetzt gut oder das finde ich jetzt scheiße. Okay. Sondern wirklich sich frei zu machen von der eigenen Bewertung, die durch Erziehung, durch Sozialisierung etc. kommt, von dem, was einem die Medien sagen, bla bla, das Ganze drumherum, sondern wirklich den Moment zu nehmen und zu sagen, das ist es und eventuell sogar noch, was macht es mit mir? Nicht, finde ich es gut oder finde ich scheiße, sondern macht es mich traurig, macht es mich fröhlich, ärgert es mich in irgendeiner Art und Weise und dann bist du in der Selbstbeobachtung drin. Das ist schwer. Ich finde es wahnsinnig schwer, achtsam durchs Leben zu gehen. Und diese Achtsamkeitswelle, die jetzt seit etlichen Jahren über uns hereinschwappt und was weiß ich, wie viele Meditations-Apps ich immer auf meinem Telefon schon hatte, das ist so ein bisschen sehr viel. Aber ich versuche es für mich tatsächlich auch für die Arbeit als Schauspieler zu benutzen, um zu sagen, okay, was berührt mich? Wieso berührt es mich? Was sind die Momente, die mich in irgendeiner Art und Weise emotional kriegen? Und auch in einem Gespräch, ob das Freunde sind, ob ich einem Publikum was vorspiele, also als Schauspieler auf der Bühne stehe und spiele, wie produziere ich einen Moment, der berührt, von dem beide etwas haben, weil dann entsteht ja auch ein stiller Austausch, eine Kommunikation, Der echt ist der echt einfach. ist. Und da finde ich auch diese sozialen Medien, und ich wische mich ja selber, ich bin ja auch überall. Ne? Ja, Ich meine, ich auch. es wäre auch albern, wenn ich jetzt sagen würde, machen Sie kein Instagram mehr, doch bitte, buchen Sie bitte meinen Account oder abonnieren Sie den. Aber ich habe ja jetzt einen Monat lang meinen Vater gepflegt und wollte natürlich eigentlich nicht arbeiten und ganz viel mit ihm auch eben Zeit verbringen. Wir haben auch viel Zeit verbracht und ich habe mich dann ab und an abends erwischt, wie ich dann irgendwelchen Leuten bei YouTube oder sowas, die mir Fragen gestellt haben oder bei sonst wie wo, Facebook oder LinkedIn, wo ich nicht überall bin. Weißt du, wenn jemand dir eine Frage stellt, du brauchst ja auch lange für eine Antwort. Erstmal überlegen, wie sage ich das? Und dann bist du auch in dieser Ferndiagnose, kannst du nicht wirklich stellen. Also sagst du, es könnte daran liegen, daran liegen, daran liegen, daran liegen, dass die Stimme gerade nicht so gut funktioniert oder, oder. Und es braucht Zeit. Und manchmal saß ich da und dachte so, warum habe ich jetzt nochmal den Laptop offen? Und warum setze ich mich nicht einfach neben meinem Vater und gucke mit ihm irgendeine Dokumentation, die mich zwar null interessiert, aber die ich mit ihm schaue und mit ihm gemeinsam, mit meinem Vater, der mittlerweile 80 ist, wo man nicht weiß, wie lange noch. Ich hoffe, sehr, sehr lange, aber man weiß es eben nicht. Und daher werde ich irgendwie später im Leben irgendwie denken, oh toll, dass ich diesen Menschen bei YouTube geantwortet habe. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde es wichtig. Also auch bitte weiterhin stellen Sie mir Fragen, schreiben Sie mir E-Mails, schreiben Sie an podcast@ichrede.de. Ich finde das alles ganz wichtig. Es ist aber nicht wichtiger, als sich neben meinem Vater zu setzen. Und es ist nicht wichtiger, als mit Freunden zu telefonieren. Es ist nicht wichtiger, immer mal wieder auch in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen und achtsam durchs Leben zu gehen. Das unterschreibe ich sofort. Und das ist aber wirklich in unserer Welt, finde ich, schon eine Herausforderung, ne? Sich da so rauszunehmen, aber nicht komplett rauszunehmen, weil es ist die Zukunft. Es ist totaler Quatsch, es komplett abzulehnen. Es ist ja auch schön, was das Internet mit uns macht. Ich kann in Sevilla leben, ich kann sonst wo eben sein, spielt überhaupt gar keine Rolle. Weil ich eben von überall aus arbeiten kann. Übrigens eine spannende Sache, die ich bei dir auch mal wieder gehört habe. Ich habe
ein Freund, Lutz Herkenrath, der Schauspieler ist. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, und dann schauspielerst du, ich schauspielere nicht. Und natürlich jetzt nicht, Okay. nicht in diesem Tonfall, ja, aber er meinte dann so, nein, ich spiele. Wie ich spiele. Und das ist so gemein, weil wenn du mich einfach nur sagst, und du hast mich auch die ganze Zeit immer gesagt, ich spiele oder du spielst nicht mehr. Spielen hat ja eine andere Assoziation. Man sagt Schauspieler, aber der Schauspieler spielt dann. Der Schauspieler schauspielt nicht. Das ist für mich so, es ist mal erklärungsbedürftig. Das hast du mich eben auch, du hast irgendwas erklärt, hast gesagt, und dann spiele ich eben, also als Schauspieler auf der Bühne. Ja, du es musst es stimmt. noch erklären, weil das Spielen an sich ist eben nicht selbsterklärend. Insofern, warum haben Schauspieler damit ein Problem, wenn man sagt, sie schauspielern? Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, es liegt einmal daran, dass der Beruf nicht geschützt ist. Das heißt, jeder, der mal bei irgendeinem Dreh im Hintergrund in einem Café hockte und dafür 50 Euro gekriegt hat, so einen Komparsenjob, kann sagen, ich bin Schauspieler. Jeder, der mal in der Grundschule auf der Bühne gestanden ist und den dritten Baum von rechts hinten gespielt hat, kann sagen, ich bin Schauspieler. Darf auch jeder machen. Aber wir, die uns ausbilden haben lassen, die das Ding studiert haben, diesen Beruf, die sich damit, ich sage auch nicht, es ist ein Beruf, sondern eine Berufung, weil es hat einen Grund, warum man diesen Beruf annimmt. Ich glaube, es ist eine Art Selbstverteidigung. Und ich finde, Schauspielern ist ein komisches Wort, weil was ich mache ist, ich Philipp, spiele. Ich spiele mit meinen Emotionen, ich spiele mit dem Publikum, aber im Sinn von, wie im Kindergarten. Hey, lasst uns doch Räuber und Gendarm spielen. Oder hey, lasst uns Cowboy und, was ist das andere, Cowboy und Indianer spielen. Danke, genau. Winnetou. Winnetou. Im Kindergarten haben wir das gemacht. Da war der eine war der Cowboy, der andere war der Indianer und dann hat man geschossen etc., was auch immer. Das gleiche machen wir jetzt auch, nur sind entweder Cowboy und Indianer auf der Bühne, zwei Schauspieler, die das spielen, oder, und das ist noch viel wichtiger, die Leute, also die Zuschauer nehmen teil an diesem ganzen Szenario. Das Publikum ist immer Teil vom Szenario, das sind auch mit im Wilden Westen. Das heißt, auch die spielen, wir spielen alle gemeinsam und haben zum gewissen Grad Spaß. Oder lassen uns in irgendeiner Art und Weise berühren. Was wir nicht machen, also so empfinde ich es, wir stellen etwas nicht zur Schau. Was, ja. Und weißt du, da ist nämlich die Krux, wenn man jetzt sagen würde, okay, man stellt nicht, ne, Schauspielern würde ja bedeuten, wir stellen unser Spiel zur Schau. Aber irgendwie tut ihr das ja. Und dann ja, würde ich natürlich. Eben, und ja. Dann würde ich eben sagen, dann nennt euch doch auch einfach nur Spieler. Das tut ihr aber nicht. Man sagt, es ist ein Schauspieler, aber der Schauspieler spielt. Ja, weil der Schauspieler ist der Beruf. Ich finde ja das englische Wort Actor viel besser. Ja, schon, aber ich meine, wenn man schon sagt, wir haben dieses deutsche Wort Schauspieler, warum ist es nicht Schauspielern? Warum sagt man dann ein Spielern? Und wenn man dann dort nur sagt Spielen, warum sagt man nicht einfach, es ist ein Spieler? Weil es Ganz doppeldeutig ehrlich, ist. Ja, tatsächlich, muss ich echt mal drüber nachdenken. Das ist wirklich doppeldeutig, weil bei Spieler wird man denken, oh Gott, der verspielt sein Geld. Es ist doppeldeutig, man weiß überhaupt nicht, was spielt er jetzt. Und genauso wie es eben bei Spielen auch. Aber ich weiß eben mittlerweile, ich habe ja nun gelernt, ja, nachdem ich irgendwie jetzt lieb von Lutz Herkenrath darauf hingewiesen wurde, nein, wir spielen, wir Schauspieler nicht. Aber ich finde es merkwürdig. Das ist eine Wortklauberei. Ja, es ist eine Wortklauberei. Ich glaube, das ist die Verteidigung, dass man versucht, diesen Beruf irgendwie zu verteidigen. Ich glaube, es ist eben genau das, was du am Anfang auch sagst, dass man irgendwie so denkt, so boah, ne, ist es nicht gelogen und so weiter, dass ihr diese wahrhaftigen Momente eben erzeugen möchtet. Also ich bleibe jetzt bei dir, dass du das eben erzeugen möchtest und dass es eben nicht so rüberkommen soll, wie ja, wir Schauspieler, das ist irgendwie eine Kunst, sondern es ist eben wirklich gelebt, vielleicht. Vielleicht geht es in die Richtung? Ja, es ist auch eine Kunstform. Wir drehen uns im Kreis, ne? Merkst du das? Ja, ich weiß, aber diese Diskussion oder diese Gespräche führe ich ja ständig. Ich glaube, mein Partner, der Dominik zum Beispiel, der, das ist, eigentlich muss man ihn fast so zu fragen, der hat vor ein paar Jahren, also wir sind jetzt seit knapp 10 Jahren zusammen, und als er mich kennengelernt hat, hatte mich als Schauspieler kennengelernt, also auch privat, aber wusste, ich bin der Schauspieler. Und ich habe ihn dann so mitgenommen zu den anderen Schauspielern und wir sind ins Theater gegangen und er hat sich dann mit den Schauspielern unterhalten. Und für ihn war das so was Großes, was Heiliges. Und mittlerweile sagt er, boah, ist dieser Beruf anstrengend, dieses A, ständig den Jobs hinterherrennen, B,
B, dieses ständige sich selbst reflektieren, dieses ständige Suchen, das ist wahnsinnig komplex. Er kriegt das jetzt jeden Tag mit. Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Und er sagt, was ihn so fasziniert ist, dass man, also dass ich so Lust habe, immer zu suchen. Aber du kannst auch nicht erklären, was du genau suchst, außer die Wahrhaftigkeit, wie ich jetzt sage. Das ist gerade das, nach dem ich für mich suche. Ich finde den Beruf des Schauspielers zu erklären echt schwer. Aber ich finde, es ist ein Persönlichkeitstraining vom Feinsten. Denn du sagst zwar, du achtest, machst diese Achtsamkeit und so weiter und so fort, das Reflektieren, sich weiterbilden, ja, für deinen Schauspieljob, aber du sagst ja auch, es ist ja immer Philipp auf der Bühne. Also insofern ist es ja auch ein Persönlichkeitstraining. Du lernst ja auch über ganz viele Dinge, so wie ich ja auch, wenn ich ein Einzelcoaching habe, wenn ich ein Seminar habe und mit jemandem arbeiten. Bei manchen Gesprächen merke ich, boah, jetzt gerade hat es bei mir Klick gemacht und bei mir erklärt sich gerade irgendwas aus der Vergangenheit oder warum ich das und das mache und warum ich jenes mache. Das finde ich so faszinierend, dass wir da immer noch wieder wachsen. Und damit meine ich nicht diesen Selbstoptimierungswahnsinn, ja, dass wir auf einmal für alles immer einen ständigen Coach brauchen, sondern eigentlich eher diese Lust und Freude, mich kennenzulernen, mich Isabel kennenzulernen, mit Dellen an den Beinen, mit ein paar Pfunden zu viel, mit strahlenden Augen, Gott sei Dank erholterem Aussehen, wie du mir bestätigt hast. Ich sehe erholter aus als noch beim letzten Treffen, wo ich so wirklich Ende letzten Jahres war ich echt am Arsch. Also ich habe den Vergleich gesehen von Dezember zu jetzt. Es ist ein himmelweiter Haben Unterschied mir aber auch manche tatsächlich. gesagt, wenn ich immer so Fotos gepostet habe, haben mir gesagt, so, jetzt sehen Sie wieder besser aus, Frau Garcia. Ich glaube, man hat es mir langsam angesehen Ende letzten Jahres, das war auch zu viel. Bin ich jetzt drauf gekommen? Ja, genau, also es geht nicht um den Selbstoptimierungswahn, es geht darum, dass ich tatsächlich Lust habe, mich kennenzulernen. Ich, Isabel, ich. Wie kann Selbstliebe funktionieren, wenn ich nicht weiß, wer ich bin? Also insofern, ich will gar nicht perfekt sein und ich will nicht für alles einen Coach haben. Aber ich finde es spannend, mich kennenzulernen und noch mehr zu wissen und auch andere kennenzulernen, in die Begegnung zu gehen. Um mir Situationen zu erklären, um mir zu erklären, warum vielleicht ein Kunde zufrieden, unzufrieden, was auch immer ist, das finde ich spannend. Diese, wie du sagst, echten Begegnungen, die finde ich spannend. Definitiv. Und davon hätte ich gerne mehr. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ob ich es ausstrahle oder nicht, ich renne durch irgendwelche Städte, zum Beispiel war ich jetzt gerade in Sangerhausen bei Steffen Ritter und dann bin ich abends beim Rotary Club eben gefragt worden, und wie war es? Sag ich, ist ja unfassbar nett hier. Ganz toll, die ganzen Leute grüßen dann auf der Straße und so weiter. Und die so, nö. Also normalerweise, nein. Und das habe ich schon so häufig gehört. Also bin ich es wahrscheinlich. Die Art, keine Ahnung warum und wieso. Und ich weiß nicht, was ich ausstrahle ganz genau und sowas. Aber ich gehe über eine Straße und dann lächle ich und gehe offen und ich schaue in die Augen und ich lächle dahin und dann lächeln die zurück und dann bringen sie ein Hallo und guten Tag. Und heute hat mich noch heute Morgen noch in Sangerhausen da jemand gesagt: Hallo, wir haben uns gestern im Kiosk getroffen. Sag ich, ah, ja, schön. Also, das finde ich schön, auch bei mir dann eben festzustellen, okay, ich kriege es, dass ich diese echten Momente, weil ich sie so genieße, so mag, anscheinend hin, dass ich auch sie schon fast förmlich suche und einfordere. Also jetzt nicht auf böse so, du musst jetzt einen echten Moment mit mir haben, aber es ist den Leuten vielleicht leicht machen, mich anzusprechen und dass ich mich dann konzentriere auf die und die wirklich anzuschauen und wirklich einfach einen schönen Moment zu empfinden. Wenn mir jemand sagt, Mensch, kann ich Ihnen helfen, mal kurz, keine Ahnung. Vorgestern, zum Schluss habe ich auch so überlegt, war das jetzt okay oder war das komisch? Jemand ist mit mir mitgereist, musste auch ganz ständig umsteigen, also fast von Münster eben nach Sangerhausen. Und und ich hatte irgendwie morgens vergessen, mir noch Kaffee mitzunehmen. Es war wirklich früh, ja. Oder irgendwas zu essen. Ich dachte, bei irgendeinem Umstieg habe ich bestimmt Zeit. Aber die Umstiege waren immer so knapp, weil die Züge ständig Verspätung hatten, dass wir echt, ich mit Pablo in der Tasche, mit Koffer, Danke, mit Winter. Rucksack, danke Winter, immer so nium, 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 nium. Ich habe immer alles noch geschafft, aber er hat mir eben auch geholfen, hat mir den Koffer abgenommen und so weiter. Und bei einem Zug war es dann eben so, er hat mir schon beim ersten, hat er schon gesagt, wollen Sie auch einen Kaffee? Aber so aus seinem Thermoskanne, mit seinem einen Becher, den er hatte. Ja. Herpes. Was du wieder schon für Assoziationen hast. Nein, ich gehe nicht davon aus, ich habe nämlich irgendwann aus diesem Becher getrunken. Und dann später habe ich dann nochmal so Kekse so gesehen da und dann habe ich irgendwann gedacht,
Ey, pf, sag mal, wie bin ich eigentlich drauf? Es ist ein faszinierender, toller Mann, der hat jetzt da seine Thermoskanne mit Kaffee und ich hätte Bock drauf. Und ich wollte erst den Keks und danach hatte ich erst recht Bock, irgendwas hinterher zu spülen. Weil der trocken war, der Keks. Und das war ein schöner Moment. Es war total schön, wie wir uns begegnet sind. Und ich habe mir nicht seinen Namen gemerkt, weil ich ihn auch gar nicht wirklich weiß. Er sich meint auch nicht. Wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen. Und das müssen wir auch nicht. Es war eine schöne, ja, 4 Stunden haben wir zusammen verbracht. Und das ist schön. Und ich glaube, das kann jeder jeden Tag üben. Also das, was du im Prinzip als Beruf, als Berufung hast auf der Bühne, das kann jeder üben, diese wahrhaftigen Momente, diese echten Momente, dieses durchlässig sein, dieses mutig sein, sich zeigen, das, was dich an meinem Podcast am Anfang fast schon gestört hat, was ich im Hörbuch Was natürlich mich nicht habe, irritiert was hat. sich irritiert hat, was ich im Hörbuch am Anfang natürlich nicht hatte. Denn ich kann auch sagen, auch wenn Sie meine Hörbücher sich anhören, da ist eine Entwicklung. Ja. Ich habe mich immer mehr geöffnet, auch in den Büchern. Auch ich kann auch anders, ist schon ganz andere Qualität als eben noch die Hörbücher davor. Und nicht, ich sage nicht, dass die Hörbücher davor schlechter waren. Ich habe mich bloß einfach nicht so sehr geöffnet. Ich habe mich dann mehr auf die Techniken konzentriert und irgendwann habe ich eben gemerkt, ich erreiche die Leute eben auch über meine persönlichen Geschichten und so kam das dann eben. Und ich empfinde eben, je mehr ich von mir preisgebe, desto sicherer bin ich, weil ich mich gar keine Angriffsfläche mehr biete. Und genau danach suche ich für mich. Ja? Ich glaube, man kann nie genug Sicherheit für sich haben. Oder Selbstvertrauen, Selbstliebe, fiel vorhin mal kurz dieser Begriff. Selbstwert. Selbstwert, das ist ja, kommt ja alles aus der gleichen Ecke. Und ich wurde vor ein paar Wochen wurde ich gefragt von einem Kollegen, was ist denn eigentlich deine Motivation, jetzt deinen sicheren Job aufzugeben und in die Schauspielerei zu gehen, wieder verstärkt. Ich habe gesagt, meine Motivation, ich will noch mehr wissen und noch mehr kennenlernen, wer ich bin und zu was ich auch fähig bin. Weil mit 38, glaube ich, ist noch viel Luft nach oben, in der persönlichen Entwicklung, auch in der Entwicklung als Schauspieler. Und da muss ich auf die Suche gehen. Und für mich funktioniert es nicht, dass ich 6 Stunden, 8 Stunden am Tag vorm Computer hocke, im Homeoffice, arbeite, einen Job, der mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, dann abends den Fernseher einschalte, und dann ins Bett gehe. Das bringt mich nicht weiter. Ich muss raus, ich brauche den direkten Kontakt. Ich meine, den Job, den ich hatte, muss ich auch echt sagen, der war sehr spannend, weil dieses Berufsfeld ist auch sehr neu. Ich habe als Community Manager gearbeitet in der Redaktion. Das heißt, ich habe eine Fernsehserie betreut mit einer sehr großen Fanbasis, also eine tägliche Serie. Und ich habe jeden Abend gelesen, was die Leute über die Handlung der Serie geschrieben haben und habe darauf geantwortet. Wir haben eine Zeit sogar in den Rollen geantwortet, wenn jemand geschrieben hat, keine Ahnung, Petra, was hast du denn da wieder für einen Scheiß gemacht? Du darfst doch den Nehmen wir Mann nicht mal Rose, verlassen. ja, Rose, ne? Wie Raus, konntest du, raus, wie... warum konntest du den Check da jetzt von dem Brett runterschubsen? Der ist ertrunken. Habe ich ja geantwortet. Ja, genau, komm zurück. Ich wollte es ja nicht, keine Ahnung. Also wir sind Ihr als seid in den Redaktion Rollen, okay. in den Rollen, in den direkten Kontakt mit den Leuten gegangen. Aha. Also es war ein Die Spielfilm für fanden beide. das nicht komisch? Die haben dann wirklich auch dann wieder Petra geantwortet? Oder Teilweise dann ja, eben teilweise ja. der Rose oder wie auch immer, der Teilweise ja. Rolle? Aha. Das war aber schön, weil du weißt, sobald du auf so einem sozialen Medium unterwegs bist und es schreibt ja immer der Fernseh, also die Fernsehserie und nie ein Schauspieler, du Ja. siehst das ja, du weißt, es ist ein Spiel. Aber also ich habe die Dankbarkeit der Leute für die Unterhaltung, die habe ich jeden Tag zu spüren bekommen. Das fand ich ganz, ganz spannend, dass die Leute wenn es in der Serie ums Thema Todesfall in der Familie ging, dann haben die ihre Geschichten ausgepackt, teilweise sehr ungefiltert, haben die Serie tatsächlich auch als Kummerkasten verwendet, auch diese Seite, die Kommentarfunktion. Und wir als Redaktion waren dahinter und haben uns mit jedem einzelnen Kommentar beschäftigt und mit jedem einzelnen Menschen dahinter. Klar, irgendwann wird es Routine und irgendwann ist es auch Copy-Paste auf gewisse Sachen. Aber das fand ich total schön, mit Menschen in Kontakt zu treten, in einem gewissen vorgegebenen Rahmen. Und da habe ich gemerkt, oh,
da bin ich ja auch Schauspieler zum gewissen Grad. Ich spiele die Rollen, die meine Kollegen im Fernsehen spielen, spiele ich jetzt hier weiter zum gewissen Grad. Und die Leute freuen sich darüber. Und irgendwann dachte ich mir, jetzt sitze ich aber nur noch vorm Computer und tipp hier die Kommentare runter. Das muss nicht sein. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, rauszugehen, weil ich eben wieder wissen will, wie es ist, wirklich mit den Menschen zu sprechen. Und so mein Claim, ich habe mal so ein Coaching gemacht, da ging es dann darum, so ein Satz, mit dem du dich verkaufst. Elevator Pitch, stell dir vor, Elevator Pitch, wir haben genau. jetzt hier den, ja, wir haben jetzt hier das Erdgeschoss. Komm, Philipp, fahr mit mir in den zweiten Stock. Wer bist du? Wer bist du jetzt? Ich erzähle Geschichten und unterhalte, Klammer auf, mich mit, Klammer zu, Menschen. Ich erzähle Geschichten und unterhalte mich mit Menschen. Wieso Klammer auf und Klammer zu? Weil ich wollte den Satz nicht zu lang machen, weil eigentlich wäre, ich Dieses erzähle Klammer auf und Klammer zu ist Geschichten. aber tatsächlich echt sehr irritierend. Ich musste jetzt Auf echt der den Satz. Webseite ist es Auf der Webseite schon, abgebildet, aber genau. wir sind jetzt im Elevator-Pitch. Also ich Okay, stehe im ich Fahrstuhl, dann erzähle ist es mit dem. Geschichten und unterhalte Menschen und unterhalte mich mit Menschen. Oder ich unterhalte Menschen, indem ich mich mit ihnen unterhalte. So So wäre ist es mir schön. das. Das ist Ja, für den gut. Elevator-Pitch wäre das besser. Jetzt nochmal? Ich erzähle Geschichten und unterhalte Menschen, indem ich mich mit ihnen unterhalte. Schön. Wenn ich es jetzt irgendwie dreimal hintereinander schnell sagen lassen würde, na, Vergiss es. So, du bist ja nun wirklich einer meiner Stammhörer, was ich total schön finde. Du weißt also, jetzt kommen die drei Begriffe. Was, wie, was? Ich höre das doch nie zu Ende. Ja, okay, drei Begriffe, ich bin dran. Okay, oh Gott. Ja, okay. Narzissmus. Schrecklich. Narzisstische Menschen können einem das Leben mehr als nur zur Hölle machen. Ich habe es nicht erlebt, ich kenne Leute, die es erlebt haben und das wünsche ich niemandem, an so einen Menschen zu geraten, echt nicht. Du hast es noch nicht erlebt, also ich meine, wenn ich gerade gedacht habe, dass dieser Beruf des Schauspielers manchmal doch Narzissten auch förmlich anzieht, oder? Weil die sagen, ich will auf der Bühne stehen, ich will im Rampenlicht stehen, oder? Ich halte mich fern, soweit es möglich ist, halte ich mich von solchen Leuten fern. Okay, also hast du Gott sei Dank eben noch nicht erlebt. Also ich kenne Menschen, die unter denen gelitten haben oder unter denen leiden. Also ich kenne auch Leute, wo ich vermute, dass da eine narzisstische Störung ist, es ja vorliegt, Das ist eine aber eine Persönlichkeitsstörung, genau. Persönlichkeitsstörung. Aber ich versuche es so gut wie möglich, diesen Kontakt zu vermeiden. Weil davor habe ich echt Angst. Bester Schauspieler oder beste Schauspielerin für dich? Kate Winslet ist für mich ganz weit oben. Bester Schauspieler. Boah, es gibt so viele, die ich wirklich toll finde. Al Pacino finde ich toll. Ich glaube, spontan würde ich sagen Kate Winslet, weil die ist irgendwie immer da. Okay. Dein dritter Begriff, Zirbenkugel. Ich liebe es. Was ist so Zirbenkugel. eine blöde Zirbenkugel? Was das ist vorhin schon irgendwie so? Man muss das Produkt lieben. Dies ist eine Zirbenkugel, wo ich so dachte, who the fuck, was ist so eine blöde Zirben? Ich sehe sie hier, sie ist auf dem Wasserglas drauf, aber was ist so eine Zirbenkugel? Riech mal dran. Okay. Also ich erkläre das, während die Isabel riecht. Das ist eine Holzkugel aus Also riecht aber Zirbenholz. wenig. Es riecht ganz wenig. Ist sie parfümiert oder riecht Nee, es das so? ist das Das Zirbenholz. Zirbenholz riecht so. Genau. Und ich habe so eine Karaffe Okay. und da liegt immer eine So eine Zirbenholzkugel, so Wasserkaraffe. eine Okay. Wasserkaraffe. Da liegt die Zirbenholzkugel drauf. Also das wird praktisch geschlossen. Das ist praktisch wie so eine Art Deckel jetzt Genau, das ist eben. der Deckel zu der Karaffe. Und das Wasser nimmt ganz, ganz, ganz leicht diesen Geschmack an. Ganz leicht. Ach so. Okay. Und ich mag diesen Geruch von Zirbenholz. Und gibt es Zirbenholz auch in verschiedenen Geschmäckern? So nach dem Motto, das ist Nee, nee, Limone-Zirbenholz. Zirbenholz. Ja, das kann sein, das weiß ich nicht. Aber soweit ich weiß, ist Zirbenholz. Wer ist denn zuerst auf die Idee gekommen, so eine Holzkugel von Zirbenholz zu machen, Es gibt dass doch man. diese Zirbenholzstuben in Südtirol, glaube ich, war mal in einer. Das ist so ein ganz spezielles Holz. Ich glaube, das ist auch ein bisschen weicher. Da bräuchte man jetzt den Dominik, der kennt sich da voll aus. Das ist ein bisschen weicher, ein bisschen edler. Und das riecht halt echt toll. Und ich glaube, das hat auch irgendwelche
heilenden Kräfte, wobei ich jetzt nicht in diese Esoterik-Schiene will. Also anstatt Steine in dein Wasser zu legen, hast du oben das Zirbenholz, Richtig. Kugel auf deinem Wasser drauf. Und deswegen trinkst du es ja auch so gern. Ja, ja wie kommt man auf die Idee, dass das Zirbenholz den Geschmack an das Wasser abgibt? Und ist nicht irgendwann diese Zirbenkugel leer mit Geschmack? Also Holz. Und es dünstet immer weiter aus. Fröhlich. Also auch noch in Das Ding 20 habe ich jetzt, Jahren. glaube ich, Oder kauft man seit 5 Jahren sich. habe ich diese Karaffe jetzt hier und die riecht immer noch wie am ersten Tag. Okay, spannend. Also, meine Damen, meine Herren, kaufen sich eine Zirbenkugel. Muss man die Karaffe perfekt dafür, ja, muss man beides Die war zusammen kaufen, ne? dabei, Ja, genau. also man muss nicht, aber es wäre natürlich schlau, weil sonst passt vielleicht irgendwie die Kugel nicht rein, dann plutscht die ins Wasser rein. Man könnte sie auch reinlegen, aber ich glaube, das wird auf Dauer dann ziemlich eklig. Das kann sein, ja. Ja, lassen wir lieber mal sein. Also die Zirbenkugel. So, und jetzt zum Schluss kommt noch eine Panne. Eine Panne, die du erlebt hast. Und es kann eine Lerneinheit draus sein. Wenn du eine hattest, dann sag sie gerne. Wenn nicht, dann nicht. Und ich weiß, du bist also jemand, dem passieren nie Pannen. Ich bin, glaube ich, der Mr. Tollpatsch, Mr. Fettnäpfchen schlechthin, also im Ach so, beruflichen. deswegen, also Philipp W. Wilhelm Fettnäpfchen. Richtig, genau. Das ist ja der Künstlername eigentlich, das Fettnäpfchen hinten dran. Fällt dir Nee, in eine ein? ja, tatsächlich. Wobei Panne ist eigentlich zu. Es war fast ein Unfall. Ups. Ich habe mal eine Zeit, es gibt ja in diversen Großstädten so Führungen, so Stadtführungen mit Schauspielern. Und auch hier in München gibt es so eine Firma, die das anbietet, mehrere. Und da gibt es eine Tour, die beschäftigt sich mit Kriminalfällen, die in München passiert sind. Unter anderem ist ja Kurt Eisner in München erschossen worden vor dem Bayerischen Hof 1902 oder 10. Also vor langer Vor Zeit. langer Zeit. Und es gibt eine Szene, da spielt der Schauspieler, der an diesem Abend spielt, spielt die Erschießung, indem er den Mörder, also Graf Arco, spielt mit einer Pistole in der Hand. Und das war meine zweite Führung für dieses Unternehmen. Es war irgendwie 22 Uhr abends. Ich saß da mit einer silbernen Plastikpistole und einem Frack, Frack, doch Frack, vorm Bayerischen Hof im Halbschatten. Und warte auf die Gruppe mit dem Stadtführer, der vorbeikommt und Damit du den erschießen kannst. damit ich meinen Monolog mache, ne? Achso, okay. Ich weiß auch nicht mehr, wie der ging. Auf alle Fälle höre ich plötzlich Waffe fallen lassen, Polizei. Und ich sehe einen, also ich dachte, es wäre ein Türke. Ein Türke in Zivilklamotten mit Pistole auf mich gerichtet. Und hinter mir höre ich Waffe fallen lassen, Polizei, drehe mich um, das gleiche hinter mir. Und ich war so perplex, dass ich überhaupt nicht wusste, wen die meinen, weil ich habe in dem Augenblick überhaupt nicht mich überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht mit irgendeiner Straftat und stehe auf mit dieser Plastikpistole in der Hand im Halbdunkeln und drehe Oh mich nein. dem einen Polizisten, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es ein Polizist ist, Oh diesem mein türkisch Gott. ausschauenden Menschen gegenüber und sage, was denn für eine Waffe? Und dann sagt er nur, fallen lassen oder ich schieß, streckt die Waffe aus, zeigt auf mich. Und der hinter mir hat dann in dem Augenblick meine Hände schon gehabt. Ich war gegen die Wand gepresst, Handschellen dran, ganzer Hof mit Polizeiwagen umstellt, weil anscheinend irgendein Passant mich gesehen hat und hat bei der Polizei angerufen und gesagt, da sitzt jemand verdächtig aussehend vor dem Bayerischen Hof mit einer Waffe in der Hand. Und Bayerischer Hof ist ja hier dieses Promi-Hotel, das große. Ja, und dann war ich da eben bis 2 Uhr morgens auf der Polizeiwache und musste erklären, dass ich Schauspieler bin und dass die Waffe aus Plastik ist und bla 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 bla. Und die Gruppe kam irgendwann da vorbei und da Die war kam, niemand. doch, doch, die kam vorbei, die kam tatsächlich ein paar Sekunden bevor das Ganze passiert ist, standen die schon in den Startlöchern. Nur die konnten auch nicht eingreifen. Weil Nee, nee. es wusste ja auch keiner, der Stadtführer glaubte noch, dass das eine neue Inszenierung ist und keine Ahnung. Daraus gelernt habe ich, niemals wieder etwas zu machen im öffentlichen Raum, was nicht angemeldet ist. Ja, man muss ja anmelden, Was ich klar. aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass es nicht Angemeldet angemeldet war. ist. Ja. Ich habe das Ding dann auch Wow. nicht mehr gespielt. Also Ja. der hat mir dann auch im Polizeiwagen zu meinem zweiten Geburtstag gratuliert. Meinte auch noch, ich habe in meiner ganzen Dienstlaufzeit dreimal die Waffe entsichert. Heute war das dritte Mal. Und ja, genau. Boah, das hätte echt schief gehen können. Ja, aber jetzt weiß ich, wie sich Todesangst anfühlt. Und das habe ich abgespeichert. Oder
Panik, Und Todespanik. wo ist Todespanik abgespeichert bei dir? Tatsächlich im Rücken. Im Rücken, unteren Rücken? Also so, ja, da so. Okay, so, knapp unter der Hälfte. Ja, genau. Es lag Wahnsinn. aber daran, dass mir die Handschellen so dermaßen in die Rippe, in den Rücken gepresst hat, Ja. dass ich am nächsten Tag noch einen Abdruck hatte. Und da Ja. wusste ich, ach, das ist gräßlich. Das Ja. möchte ich nicht nochmal erleben. Nee, das glaube ich. Wow. Philipp, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Oder habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Ist irgendwas noch, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch mitteilen? Ich meine, du als Stammhörer des Podcasts, du wirst ja wohl wissen, was die Leute hören wollen, oder? Du hast mich nicht gefragt, ob ich einen dritten Vornamen habe. Nein, das war ein Philipp, hast du Witz. einen dritten Vornamen? Nein, habe ich nicht. Nein, das war ein Witz. Doch, ich habe tatsächlich eine Frage. Wie reagieren Kollegen auf die Bessersprecher? Also das aktuelle Buch. Ich habe ja gedacht, dass ich da tatsächlich vielleicht so ein bisschen Reaktionen bekomme nach dem Motto, dass es ihnen nicht gefällt. Habe ich bisher nicht bekommen. Also es kann sein, dass es manchen nicht gefällt, die eben diese Regeln predigen, oder was heißt predigen, es ist jetzt gemein ausgedrückt, diese Regeln beibringen, die ich sehr stark in Frage stelle. Bisher hat sich bei mir persönlich niemand gemeldet und es ist auch nicht, dass irgendjemand eine negative Rezension geschrieben hat. Also insofern habe ich da, ich hatte tatsächlich am Anfang starke Befürchtungen, das hast du ja auch mitbekommen, so, oh Gott, was ist, wenn ich das schreibe? Ich finde es wichtig, dass ich schreibe, aber andererseits will ich auch niemanden irgendwie, ne, von, also hier verletzen, aber irgendwie geht es auch nicht anders, irgendwie. Da habe ich sehr mit mir gerungen und ich habe gedacht, da würden sich ganz viele melden und ich würde da sehr viel Negatives hören, aber es ist gar nicht der Fall. Cool, Insofern, das freut mich sehr. ja, bin ich auch ganz erstaunt, weil ich dachte wenigstens, auch wenn sie es nicht öffentlich schreiben, dass sie mich eben anrufen, ne, dass sie mir das sagen, Mensch, warum hast du das geschrieben oder diese Regel ist doch gar nicht so, die ist doch wirklich ganz gut oder. Hat aber keiner gemacht. Bla, ne, genau. Ich klopfe dreimal auf unseren Holztisch. Und Ja, selbst genau. wenn. Und ja, und selbst wenn, aber ich glaube, ich habe das Buch auch nicht verletzend geschrieben, sondern ich habe ja gesagt, es gibt die Regel, ich persönlich denke halt das und das und das und das, das und das und das habe ich bei der Recherche herausgefunden, das und das und das wäre schlau oder der Grundgedanke war gut oder. Ich nenne ja niemanden namentlich und so und ich glaube eben, es ist schon schlau, also genau, das ist eigentlich ein schönes Fazit von dem, was wir heute auch besprochen haben, ist immer auch mal wieder zu hinterfragen. Ich hinterfrage mich ja auch. Also auch gerade als ich das Interview mit Steffen Ritter geführt habe, der noch nie irgendwas Negatives über andere gesagt hat, der sich auch verkauft und nicht sagt, ich bin besser als andere, der das alles nicht macht. Und ich habe es ja, und da habe ich eben auch so gedacht, ja, das habe ich in der Tat, auch wenn ich keinen Namen genannt habe, natürlich schon bei den Wassersprechern gemacht. Also ich hinterfrage auch mich immer wieder und denke, wäre es vielleicht auch noch anders gegangen, wobei ich aber auch teilweise, wie gesagt, Reaktionen bekomme, dass es das beste Buch ist, was ich bisher geschrieben habe. Also ich finde es schon schlau, sich zu hinterfragen und ich denke eben auch, die Kollegen, die eventuell sich dann eben angegriffen fühlen, ich darf auch Regeln hinterfragen, so wie ich eben auch weiß, dass zum Beispiel eine Sache, die ich bei den Bessersprechern aufgeschrieben habe, die habe ich in meinem ersten Buch noch geschrieben, vor 10 Jahren. Und schau, und es ist ja auch so, Es ist auch nicht schlimm. dass für jeden funktioniert auch was anderes besser. Der Absolut. eine hält sich an der Merkel-Raute fest, hat eine Sicherheit Und fühlt sich gut und fühlt damit. sich gut damit. Und ich habe ja auch in meinem Buch ja auch geschrieben, und wenn ich sage, ich finde die Regel doof und Sie merken, mir tut die Regel gut, ja, bitte, dann hören Sie nicht auf mich, dann machen Sie es. Also ich möchte ja eigentlich mehr Freiheit so. Aber ich finde es schon schlau, sich zu hinterfragen. Ich finde das, also für mich finde ich es gut. Ich weiß, dass manche eben sagen, so, oh, es muss auch mal ein Ende haben. Und dann sage ich, ja, bevor ich sterbe. Also wenn ich sterbe, dann hat es ein Ende. Aber bis dahin bin ich neugierig. Mal schau, das gibt es bei uns auch bei den Schauspielern. Jeder sagt, ich gehe nur nach Strasberg, der andere, ich mache Meisner, ich mache Stanislavski, keine Ahnung. Jeder sagt, oder viele sagen, meine Methode ist die effektivere, die bessere, damit bin ich besser. Ja, du bist vielleicht damit besser. Für mich funktioniert es vielleicht so nicht. Wichtig ist, dass am Ende eine wahrhaftige, glaubhafte Darstellung rauskommt, die berührt. Und wie du hinkommst dazu. Ist erstmal egal. Ich würde Darstellung fast Begegnung, denn ist ja genau das, was du eben Oder möchtest, Begegnung, ne? genau, das Das ist schön. eine wahrhaftige Begegnung.
eine durchlässige, wahrhaftige Begegnung da ist. Und dafür brauchen wir eben wieder Mut. Mut zu uns, Mut zum Hinschauen, Mut zu der Neugierde. Es ist eben manchmal auch bequemer, einfach den Weg weiterzugehen. Mut, sich zu hinterfragen, Mut, Anregungen zu nehmen und einfach zu gucken, macht das was mit mir? Und wenn nicht, dann eben nicht. Lebt fröhlich weiter im Leben, alles gut. Ja. Das ist doch ein schönes Fazit. Das ist ein wunderschönes Fazit. Also im Prinzip müsste man es jetzt einfach so stehen lassen, ne? Und nicht mit irgendeiner komischen Lache kaputt machen. Ach, da ist es schon wieder dahin. Heute im Zug hat gerade jemand gesagt, Sie haben aber eine schöne Lache, habe ich gesagt, oh, danke schön. Das war auch ein schöner, wahrhaftiger Moment. Das fand ich so schön. Er hätte es mir nicht sagen müssen. Er kam dann so an mir vorbei, er war weiter vorne, kam an mir vorbei, strahlte mich an, also wirklich so ein ganz ehrliches, offenes Lächeln und sagte, Sie haben aber echt eine tolle Lache. Ich habe mich so gefreut darüber. Fand ich total schön. Also vielleicht einfach mal rausgehen. Danke, und das so wollte ich gerade sagen. Ja, absolut. Den Leuten auch mal sagen, hey, auch mal zu sagen, sie sind attraktiv. Finde ich es nicht verwerflich. Überhaupt nicht. Aber viele finden das ganz schrecklich. Du kannst doch nicht zu jemandem sagen, hey, du siehst gut aus. Aber warum soll man das denn jemandem nicht sagen dürfen? Hm. Wir hatten erst letztens... Nee, stopp. Sonst reden wir hier noch, weil wir hören mit diesem Fazit auf. Machen Sie ruhig Komplimente, seien Sie wahrhaftig und suchen Sie auch in Ihrem Leben, wo auch immer das ist, so kleine, wahrhaftige, doch, schöne Doch, ich muss das kurz erzählen. Ganz musst du erzählen? Kurz. Weil die toll ist? Ganz gut. Kurz. Okay, ich erzähle, Nein, das ist nicht toll, erzählen. Aber es hat mich schwer beeindruckt. Wir hatten einen Spieleabend mit Leuten, die wir teilweise kannten, teilweise nicht, das sind Brettspiele. Das war so ein Spiel, wo Fragen beantwortet werden und jeder musste so eine Einschätzung geben, wer am Tisch gibt ein Ja oder Nein. Unter anderem war eine der Fragen, ich halte mich hier am Tisch für die attraktivste Person. Mhm. Und dann gibt es halt so dein Ja oder Nein ab, anonym, und dann wird halt am Ende aufgedeckt. Und dann waren da von 7 Leuten am Tisch, gab es ein Ja. Und dann fragte einer von den Leuten am Tisch, wer war das? Und dann sagte einer, ich. Und dann, also wie, du kannst doch nicht sagen, du bist der Attraktivste. Also doch, ich empfinde mich hier als der Attraktivste. Und das fand ich richtig cool. Ich fand ihn jetzt nicht so attraktiv, das ist völlig egal. Aber ich fand es geil, dass jemand sagt, doch, ich für mich finde mich attraktiv und ich stehe dazu. Super. Ja, finde ich auch großartig. Das kannst du doch nicht sagen. Natürlich kann ich das. Natürlich. Aber du und kannst auch ja zu jemandem sagen, ja, ich finde dich attraktiv. Ja, klar. Super. Ja, finde ich auch. Also Komplimente machen ist super. Ja, echte Begegnungen machen ist super. Und wir werden jetzt die echte Begegnung jetzt machen, indem wir jetzt von Dominik Süßkartoffeln-Gnocchi selbstgemacht mit Pesto kriegen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe schon so einen Hunger. Insofern lass uns das mal beenden hier. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne, Philipp. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dito. Du Tränen kann